Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil. Und in der letzten Folge habe ich etwas bemerkt. Und zwar, dass wir die Möglichkeit hätten, wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, die Gasvorkommen zu vergrößern, indem wir abgeschaltete Rohre außenrum legen. Das würde ich gerne heute ausprobieren. Dazu beginnen wir natürlich direkt mit der Suche nach Öl. Dann setzen wir mal zwei Wünschelrutengänge hin. Fünf Pferde. Ölbohrplattform hier. Und wahrscheinlich gleich auch auf die andere Seite. Aber erstmal gehen wir dorthin. Perfekt. Wir können es auch verbessern und wir schicken das alles nach links. So, der ist ganz schön weit weg. Da warten wir noch kurz. Senden einfach mal gleich noch zwei weitere. Dann verbessern wir die Bahn. Der hat noch mehr gefunden, direkt drunter. So, irgendwo hier. Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Ölvorkommen. Das sind Dutzende Ölvorkommen. Okay, das ist interessant. Nehmen wir das erstmal kurz weg, weil der Preis schrecklich ist. Das ist sehr interessant. Nehmen wir mal das Geld, was wir haben, und senden mal zwei Maulwürfe in den Boden. Ist das nur an dieser einen Stelle so oder kommt das öfters vor? Weil das wäre sehr interessant, wenn wir hier einfach so viele Ölvorkommen haben. Da ist noch einer auf der rechten Seite. Und wir verkaufen mal links. Die Preise sind gerade echt gut. Ich glaube, ich verbessere sogar den Wagen. Und holen wir noch ein paar mehr. Dann verbessern wir das hier. Und das in der Mitte auch. Dann ein paar mehr Maulwürfe. Los. Ab in die Erde. Ich habe gar nicht mal gezählt. Pech gehabt. Dann sehen wir gleich den ganzen Boden. Okay, das ist wirklich ein großes Ölvorkommen. Direkt unter der Erde. Nicht vergessen, wir wollten die Gasvorkommen mal versuchen zu vergrößern. Ich würde sagen, wir nehmen uns das hier, auch wenn wir da wahrscheinlich Erdbohrer brauchen werden. Oder wir nehmen uns das, das aber ziemlich dicht an der Oberfläche ist, könnte ein bisschen schwierig werden. Oder das, weil es so in der Nähe ist. Rechts gibt es noch irgendwo eins, aber ich weiß nicht genau wo. Ich sende die mal aus. Damit habe ich auch quasi kein Geld mehr. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. So, verkaufen wir mal ein bisschen links, weil wir brauchen ein bisschen Geld. Und unser Speicher läuft gerade voll. Der Preis verbessert sich auch noch, also ist wunderschön. Aber wir sollten noch ein bisschen sparen. Wir wollten nämlich noch was ausprobieren. Da unten ist es. Mach mal eins in der Mitte. Später fürs Gas. Dann kümmern wir uns mal darum. Okay, das ist so groß. Machen wir das mal so, so. Und irgendwie so. Dann müssen wir Folgendes machen. Wir müssen alle außenrum schließen. Und dann sollte es das quasi aufwärmen und vergrößern. Sollte es funktionieren, dann wird es gleich deutlich größer. Es wird größer. Leute, seht ihr das? Ah, nee.
Ah, das war also Geldverschwendung. Gut. Wir haben es ausprobiert. Das ist noch nicht so weit. Das kommt erst in der Zukunft. Das ist schade. Das ist sehr schade. Na gut, da kann man nichts machen. Dann fahren wir hier noch den Rest, den wir haben. Schicken wir es auf die linke Seite. Ich glaube, wir schicken es auf die linke Seite. Machen wir das zu. Verbinden wir das. Ich würde gerne kurz gucken. Kommt man da irgendwie ans Gas ran, ohne einen Bohrer zu kaufen. So. Tatsächlich. Wir kommen ran. Dann das. Dann diese super lange Strecke. Kauft mir 3 Wagenladung voll. Das wird auf jeden Fall nichts besonders Großartiges, was wir hier bekommen. Ah, na toll. Da ist ein winziges Stück Stein im Weg. So. Und wir können es immer noch nicht verbessern. Gut. Das ist wunderschön. Machen wir es so. Ich fürchte, wir müssen das jetzt einfach schon starten. So. Lassen wir es durchlaufen. Warten wir noch kurz. Bis die ersten beiden leer sind. Dann verkaufen wir. Okay. Also, das war's nix. Das war nix. Wir können die Gasvorkommen noch nicht vergrößern. Wir haben nur 11.000 bekommen und wir haben den Diamanten verpasst. Das ist tragisch. Das ist sehr tragisch. Ich habe mir gar nicht angeguckt, was wir alles erreicht haben. Das war auch sowieso nicht besonders. Also, ja, wir haben knapp das Doppelte. Trotzdem schauen wir mal, was wir hier so haben. Also, ja, wie gesagt, knapp über 10.000, fast 11.000. Die Grafik, oh, zeigt jetzt nicht sonderlich viel. Ich meine, wir haben hier dann auch ziemlich viel ausgegeben. Wir haben keinen Screenshot mehr. Wir haben hier viel ausgegeben, um diese Gasvergrößerung zu testen. Hat natürlich nicht geklappt. 1,16 $ pro Fass, das ist ganz okay, würde ich sagen. Wir haben rechts tatsächlich gar nichts verkauft, nur links. Und ja, wir haben eine ganze Menge für Rohre ausgegeben. Viel zu viel. Also, ja, ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, das nehme ich mit, das ist ganz interessant. Vor allem, wenn wir jetzt immer schlechtere Böden bekommen, können wir so den Preis hochhalten. Schau mal nach, ob die noch irgendwas verkaufen. Nee, okay. Landauktion. Ja, wir hatten wirklich einen sehr schlechten Boden. Ich denke mal, ich gehe hier hin. Der Boden scheint noch ganz okay zu sein. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, dort Diamanten zu finden. Und das wird dann wahrscheinlich das vorletzte Mal sein. In der nächsten Folge werden wir hier noch einmal quasi sein und dann gehen wir auch schon direkt rüber in die nächste Gegend. So, 4% der Aktien.
Da werde ich auf jeden Fall zuschlagen, das sind 20.000. Das heißt, Blanche und Ricardo können das auf jeden Fall kaufen. Aber Daisy sollte nicht dazu fähig sein. Also wir werden wahrscheinlich ganz kurz vor Daisy kaufen. Sie geben auch unwahrscheinlich praktisch ihr gesamtes Geld aus, nur um irgendwelche Aktien zu kaufen. Da, 20.000. Damit haben wir 32%, fast ein Drittel. Wir haben fast genau 128.000, noch 9 Dollar mehr. Und damit gehen wir in die zweite Runde. So, weiter mit einem Klick. Einmal auf den Boden setzen. So, ein bisschen Zeit beschleunigen. Ich vermute mal, hier irgendwo wird was sein. Wir werden wahrscheinlich auch eine Weile suchen. Ich stelle mal eine dorthin. Ja, sehr schön. Dort bauen wir mal runter. Da haben wir es auch. Wir gehen nach links. Dort sieht der Preis schön aus. Direkt verbessern. So. Dann bauen wir auch hier direkt eine. Oh, das ist schön groß. Da verbessern wir auch gleich die Wagen zu. Der Preis hält sich sehr schön. So, und auf 94 Cent bleibt er stehen. Ich glaube, ich baue ein einzelnes Silo. Ich weiß, es könnte Verschwendung sein. Aber im Notfall können wir es ja so oder so verkaufen. Also, das wird dann nicht ganz so schlimm sein. 1, 2, 3, 4, 5. Los, Maulwürfe, sucht ein bisschen was. Gas haben sie gefunden. Das ist interessant. Ich würde hier mal noch einen hinsetzen. Hier mal noch einen hinsetzen. Vielleicht finden die ja noch was. Ja, definitiv. Dort ist Öl. Ich gucke mal auf der linken Seite. Setze mal schon mal zwei weitere raus. Und okay, wir verkaufen, glaube ich, ein bisschen was. Kann ja nicht schaden. Ich habe es zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. Also, das hätte schief gehen können. Und wir verkaufen lieber rechts. So, wir verbessern das mal. Da haben sie was gefunden. Die Maulwürfe. Eins auf jeden Fall. Das andere ist wahrscheinlich hier irgendwie. Ich weiß nicht, wo das ist. Vielleicht hier. Nein. Ich habe im Grunde keine Ahnung, wo der dahin will. Aber okay. Wir hören auf, für diesen grottigen Preis zu verkaufen. Okay, noch ein paar Maulwürfe. Brauchen sie einfach. Es könnte auch sein, dass es einfach kein weiteres Öl mehr gibt. Ah, da ist es ganz weit unten. Also da kommt man ja wirklich kaum ran. Ich glaube, ich verbessere das. Und ich erstelle ein Super Silo. Was machen wir mit dem Gas? Ich würde sagen, wir verbinden das hier schon mal. Machen hier so einen Zwischenschritt. Und verbinden das dann damit. Dann verbessern wir das auf jeden Fall. Ziemlich klein, also es wird nur ein kleiner Boost sein, aber immerhin. So, dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen laufen. Oh, rechts, links unten ist auch noch mehr.
noch mehr Gas. Ich glaube, ich gucke doch noch mal. Wie machen wir das? Kann man da mehrere anmachen? Das sieht so aus. Würde ich sagen, wir machen das als eine extra Verbindung. So und so. Wir haben tatsächlich hier unten noch mal Gas gefunden. Also lohnt sich schon. Ich guck mal, ist da Stein? Nein, da ist kein Stein. Sehr schön. So. Und so. Es könnte auch gut sein, dass es hier irgendwo noch einen Diamanten gibt. Daher schicke ich mal noch ein paar nach draußen. Vielleicht finden die ja was. So, schließen wir das hier oben mal. Und dann können wir auch theoretisch das hier zuschließen. Öffnen, öffnen und öffnen. Dann würde ich tatsächlich auch schon langsam beginnen. Wie groß ist das? Ziemlich klein. Dann verkaufen wir. Ich scheine noch nichts weiter zu finden hier. Heißt, es könnte trotzdem noch einen Diamanten geben. Oh, wir haben die noch gar nicht verbessert. So. Ich würde sagen, das war ein ganz guter Preis. Besser als das erste Mal auf jeden Fall. Und damit war es das, glaube ich. Beenden wir. Und es sieht nicht so aus. Kein Diamant. 26.000 haben wir ausgegeben. Haben wir bekommen, meine ich. Da ist natürlich wie immer sehr weit nach oben gegangen. Relativ weit am Ende. Einnahmen, $1,64 pro Fass, deutlich besser. Ausgaben, am meisten Rohre, danach Maulwürfe. Hier noch ein Screenshot. Das Silo haben wir auch am Ende benötigt. Da haben wir das Gas noch ein bisschen mit dem Gas zusammen, das ein bisschen teurer machen können. Also selbst wenn man eins dieser Boni kauft, nutzt man sie vielleicht am Ende nicht. Daisy hat sogar Verlust gemacht. $293 Verlust. Das ist belastend. Und wir haben das Fünffache von Blanche. Also ich würde sagen, das war erfolgreich. Leider keine Angebote. Okay, ja. Gut, dann kaufen wir mal ein bisschen Land ein. Das letzte Mal in diesem Gebiet. Wo könnte man kaufen? Ich meine, es gibt ja nur noch 4 Gebiete. Unten rechts gibt es halt eigentlich garantiert noch irgendwo einen Diamanten. Aber oben könnte es halt auch noch einen geben. Und an sich ist es nirgendwo wirklich wertvoll. Unten ist halt eine 18 direkt daneben. Also neben 2 der 3. Oben ist halt das niedrigste 21. Also, ja, ich glaube, ich kämpfe sogar mit Blanche um den Platz. Wegen der 26 daneben. Oder auch nicht. Gut, dann nehmen wir den Platz hier oben. Das ist mir dann auch nicht wert. Wie viel... Ah, Mist, ich habe es nicht gesehen, wie viel Blanche da ausgegeben hat. 3%, also 15.000. Wenn mir jemand was wegnimmt, dann ist relevant. Ich meine, wir haben 32%. Um Bürgermeister zu werden, brauchen wir 51%, also knapp über die Hälfte. Dementsprechend ist es dann völlig irrelevant, wenn das jetzt irgendjemand anderes bekommt. So, Ricardo könnte es mir wahrscheinlich wegschnappen. Aber die anderen... Ne, Blanche und Ricardo könnten es kaufen. Aber keiner hat es gemacht. 12.500. Also 2.500 unter dem, was die anderen bezahlen. Und ja,
das war's. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Nächste Woche geht es in das eiskalte Gebiet. Bis dahin und tschüss.